Alright guys, let's get ready and go. And I found a perfect trail. It even has ratings of how it's going to be in the evening. Also ich habe den perfekten Wanderweg gefunden und ich freue mich gerade voll. Hi ihr Lieben, so ich bin jetzt hier im Hotel angekommen in Colorado Springs. Ich habe eigentlich so von gestern gar keine Videos gemacht auf meinem Weg. Doch, ein paar habe ich gemacht auf dem Highway. Aber ja, ich bin gestern Abend eben in Denver angekommen und habe heute jetzt auf der Air Force Base in Denver gearbeitet und bin jetzt zurück und habe mich auch schon umgezogen und werde jetzt die letzten paar Stunden mit der Sonne genießen und rausgehen, weil jedes Mal, wenn ich einfach hier bin in Colorado, muss ich raus und muss wandern gehen. Und nachdem ich gestern 7 Stunden im Auto saß und auch heute wieder den ganzen Tag eigentlich im Auto war, wollte ich jetzt einfach raus. An dieser Stelle möchte ich einfach mal kurz gerade sagen, wie verdammt glücklich ich gerade bin und happy, dass ich hier in Colorado bin und meine Arbeit mich hierher schickt, weil schaut euch das mal an. Es ist einfach der Hammer. Guten Morgen aus Colorado Springs und es ist einfach so ein wunderschöner Ausblick hier von meinem Hotelzimmer aus. Ich zeige euch das gleich mal. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier meine Arbeitsklamotten schon an, bin also startklar und habe aber auch meinen Rucksack gepackt mit meinen ganzen Wandersachen. Und ich freue mich schon total, wenn ich einfach nach der Arbeit mich schnell umziehen kann und dann ab in die Berge und ich zeige euch das jetzt mal kurz. Und zwar, so ist das nicht schön hier. Das ist auch der Pikes Peak da oben. Da gehe ich jetzt heute nicht hin, dazu gibt es ein YouTube-Video, als wir auf Pikes Peak oben waren. Aber heute werde ich, glaube ich, ein bisschen in den Canyon rein und einfach so Wanderwege testen. Und ich habe da auch auf einer Webseite, da gibt es ganz viele Websites dazu, es gibt All Trails und Colorado Springs Trails und so weiter, da habe ich mal ein bisschen geguckt und da werde ich nachher dann losgehen und ich freue mich voll. So, da habe ich übrigens auch noch schön mein Börek dabei, ne? Das muss natürlich mit. Und dann kommt meine Tasche mit, hier habe ich noch meine Schuhe drin und meine Jacke, falls es doch noch zu kalt wird, also pack mal. Los geht's. Und ich freue mich. Fun Fact, Esra war mal ein bisschen verplant heute Morgen, aber ich habe zum Glück eine Freundin, die arbeitet hier auf Fort Carson, auf der Base und kennt sich aus mit den ganzen Events und so. Und die hat mir erzählt, wo genau auf welchem Campus das denn stattfindet heute, weil ich dachte echt so,
Ich habe eigentlich keine Kommunikation erhalten, habe heute Morgen versucht, Leute anzurufen. Der Campus, auf dem ich war, da fand es nicht statt und die wussten auch gar nichts. Und naja, jetzt bin ich auf jeden Fall hier am richtigen Fleck. Nur das Ding ist, ich habe jetzt noch über eine Stunde Zeit und deswegen gehe ich jetzt hier kurz ins Café und hole mir einen Kaffee und hole mir was zum Essen. So Leute, wir befinden uns jetzt im North Cheyenne Canyon und zwar ist es hier nur vielleicht eine Viertelstunde von Colorado Springs entfernt und ich war hier schon öfters hiken, auch mit Andre und Sammy und es ist echt cool, weil es gibt Wasserfälle, verschiedene Trails von dem Schwierigkeitsgrad her sind die unterschiedlich, manche gehen 4-5 Meilen, manche nur 1 oder 2 und dadurch, ihr seht ja schon, die Sonne ist schon ziemlich niedrig, die Sonne geht hier so unter in 2 Stunden, mache ich jetzt einen Trail, der nicht so lange dauert, aber es ist einfach unglaublich schön hier. Es ist wunderschön. Und ich wurde gefragt auf Instagram, ob ich eigentlich nicht Schiss habe, so alleine zum Reisen. Und ich muss echt sagen, nö, habe ich nicht. Ich gehe gerne alleine reisen. Ich gehe auch gerne alleine wandern. Natürlich bin ich mir immer meine Umwelt auch bewusst. Und es ist ja nicht so, dass es nicht solche Sachen gibt wie zum Beispiel Pfefferspray, ne? Und es hilft auch, wenn man wie ich ein gutes Selbstbewusstsein hat und nicht wie so ein Mäuschen eben rum, also guckt. Also ich habe halt auch so Resting Bitch Face. Ich denke, da bin ich auch weniger approachable. Und außerdem habe ich gelernt, dass man auch Smalltalk vermeiden sollte. Und dann, ups, ist das eng? Nee, geht. Und außerdem habe ich einen schwarzen Gürtel in Jitsu und das hilft auch meinem Selbstbewusstsein. Und ich kenne eben diverse Techniken so und habe deswegen eigentlich echt keine Angst und finde es einfach nur schön, so in die Natur rauszugehen und zu wandern und ein bisschen Ausgleich. Wirst jetzt zu einem Bürojob und den ganzen Tag rumsitzen innerhalb irgendeinem Campus und einfach so ein Ausgleich zu der akademischen Welt, in der ich mich sonst befinde. Hi guys, so ich bin fertig mit dem Wandern. Es war einfach so unglaublich schön. Ich habe ein paar Fotos gemacht und Videos und freue mich nachher, das Video zusammenzufügen und euch das alles zu zeigen. Aber es ist einfach, das ist hier nur so ein Dirt Road Parking Lot ganz oben im North Cheyenne Canyon und dann da hinten ist dann dieser Trail und so schön einfach. Richtig, ja, es ist richtig gut, einfach so in der Natur draußen zu sein.
fragen, ob die dann ein Foto von einem machen sollen. Und ich habe gerade von einem Pärchen ein Foto gemacht. Und die sind gerade unterwegs auf dem Roadtrip von, warte, jetzt kommt's, von Seattle. Und zwar eine Katze und einen grünen Kaktus.